Weil sonst glaube ich, ich kann immer noch ein bisschen dazulernen und ich merke auch hier und da kann ich noch etwas vermitteln, kann ich Impulse geben, kann ich aus meiner Art von Erfahrung anderen etwas mit auf den Weg geben. Auch wenn dieser ein eher persönlicher Anlass heute ist, also Geburtstag, möchte ich Sie doch fragen, wie sehen Sie die Zukunft dieses, fast hätte ich gesagt, dieses unseres Landes, in einer Zeit, wo sich die weltpolitischen Entwicklungen beschleunigen, wo etwas möglich scheint mit Gorbatschow, was viele Jahrzehnte nach dem Krieg nicht möglich war. Wird dort ein Paket wieder aufgemacht, das auch ohne Friedensvertrag fest verschlossen schien? Ja, ich habe ja, und das ist ja spannend, ich habe ja den Eindruck manchmal, wir bewegten uns zurück zur Zukunft, hätte ich fast gesagt. Damit meine ich, ich habe gegen Ende des Krieges geschrieben, warum es gar nicht anders gehe, als dass die beiden Weltmächte zusammenarbeiteten, wenn die Menschheit nicht kaputt gehen sollte. Und weshalb es ein Europa geben müsste, das zwar im Westen man sich auf seine Weise organisiere, aber das dann sich blockübergreifend entwickle. Insofern bin ich wieder da, wo ich schon mal war in Ansätzen. Und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das kann man, wenn man mal will, alles nachlesen. Ich denke, dass wir irgendwann zu Beginn des nächsten Jahrtausends, ja dasselbe in diesem Fall, erleben werden, dass die Teile Europas, jedenfalls die zwischen dem Atlantik und Russland, aber vielleicht weitgehend mit Einbeziehung Russlands, viel näher zusammenrücken, als wir uns das vorgestellt hatten. Ich werde das leider nicht mehr erleben, aber dies scheint mir ziemlich sicher zu sein. Wenn das so ist, dann ist die Chance gegeben, dass die anderen damit einverstanden sein könnten, dass die Deutschen, wenn sie es denn wollen, enger zusammenrücken als andere Völker, weil sie ja Dinge gemeinsam haben, die andere nicht gemeinsam haben. Geschichte, Sprache, was weiß ich. Ich sage bewusst, die anderen könnten einverstanden sein, denn wir, die wir die jüngere deutsche Geschichte kennen, wissen, dass über die Frage, wie die Deutschen zusammenleben in staatlicher Hinsicht oder quasi staatlicher Hinsicht, lange nicht mehr, wenn je, die Deutschen allein entschieden haben, sondern sie und ihre Nachbarn. So, jetzt setze ich da einen Punkt und sage, ich finde, es bringt nicht viel, sich die Form auszudenken, in der das stärkere Zusammenrücken und Leben sich ausdrücken könnte. Ein bisschen muss man der Geschichte überlassen. Ich habe es nur immer für ein wirklich komisch gehalten, dass Leute, die sich auf Stellernheim, Marx oder Marx und Hegel oder auf beide berufen, man könnte irgendwann Geschichte festschreiben. Das ist nicht. Die Deutschen sind ja historisch häufig Partner Nummer eins für die Russen gewesen. Trotz zweier Weltkriege hat es da so eine Anziehungskraft, einen Respekt zwischen diesen beiden Völkern, sage ich, gegeben. Und auch sie haben sich oft mit sowjetischen Staatsmännern besser verstanden, es schien zumindest so, als mit dem einen oder anderen US-amerikanischen. Die Russen, glaube ich, überschätzen die Deutschen in der sich veränderten Welt, gehen noch ein bisschen zu sehr von früheren geschichtlichen Zusammenhängen aus. Trotzdem, in dem, was jetzt durch Gorbatschow in Gang gekommen ist, kann sehr viel entstehen. Nur hielt ich es für ganz abwegig zu meinen, das sei von jetzt an ein gerader Weg. Ich wünsche nun wirklich dem Michael Gorbatschow jeden möglichen Erfolg bei sich zu Hause und für Europa, Frieden in der Welt, was weiß ich. Nur
es muss dort notwendigerweise auch noch Rückschläge geben. Anders vollzieht sich ein solcher Prozess nicht. Nur wäre es ganz falsch, darauf zu setzen, sondern vernünftige deutsche und europäische, in diesem, heute muss es sein, europäische und deutsche Politik, sollte darauf setzen, wenn es irgend geht, diesen Prozess zu fördern und unumkehrbar machen zu helfen. Ich habe mit einem Zitat angefangen von Günter Grass. Ich möchte mit einem anderen Zitat aufhören, das ist nicht von Grass, sondern von einem Politiker, der auch in die Jahre gekommen ist, von Alexander Dubček. Der hat kürzlich in einem Gespräch gesagt, wir werden älter, ungeduldiger. Ich habe auch diese Nacht wie so oft über mein Leben nachgedacht. Ich würde alles genauso tun wie früher, wenn ich von Neuem beginnen könnte. Ja, da ist er ein glücklicher Mensch. Er ist ein bisschen jünger noch als ich. Bin ihm leider nie begegnet. Der hat ja eine große Rolle gespielt, wenn man sich erinnert, wie viel Vertrauen er auf sich konzentrieren konnte und wie schrecklich er beiseite geschubst worden ist in jenem Jahr 1968. Er ist auf seine Weise immer ein Kommunist geblieben. Und ich habe bei anderen gesehen, die es auch geblieben sind, dass sie es leichter haben als ein Sozialdemokrat oder jetzt nicht nur Sozialdemokrat, sondern als einer, der an den Zweifel glaubt, wie ich. Er hat immer geglaubt, dass wofür er eingetreten ist, muss nur von Schlacken, von Rückschlägen, Fehlschlägen, Irrtümern befreit werden. Ich meine, dass, der Zweifel auch an dem noch so Guten, was wir uns vorgenommen haben, möglichst viel Sicherheit, möglichst viel Glück für möglichst viele Menschen befördern zu helfen. Also noch so gute Zielsetzungen, dass sie immer hinterfragt werden müssen. Ich glaube, da zitiere ich jetzt Grass und mich selbst, dass der Zweifel produktiv ist. Und trotzdem, ich wünsche Dubček und allen anderen, welche Ecke sie kommen mögen, nach den schwierigen Jahren, die wir hinter uns haben. Gutes für die Jahre, die kommen. Das wünschen wir Ihnen auch. Dankeschön. Thank you.